Hallo Leute, ich bin Siano257 und weiter geht's mit Mario Luigi. Let's play Mario Luigi Superstar Saga. Aha, verdammt. Olle. So. Speicher. Ach, stimmt, das hatte ich letztes Mal schon gelesen. Na, wie geht's dir so? Hey, im Reiseführer steht, dass es auch im Bodenland viele Mario-Fans gibt. Oh yeah, ich bin auch ein Mario-Fan, nur eigentlich nicht von. Verdammt, das wollte ich noch gar nicht tun. Eigentlich wollte ich mit dem Typen da reden, aber egal. Ja. Ciao, Luigi. Oh, der Kran hat statt der Ladung das Grünkäppchen erwischt. Na, da kann er sich ja gleich mit dem Ausguck nützlich machen. Und Luigi leidet mal wieder. Ich. Eure Ranzigkeit. In Kürze überfliegen wir die Grenze des Pilzkönigreichs zum Königreich Bodenland. Ja. Verstanden. Abtreten. Ich glaube, ich habe Bowser jetzt schon wieder eine andere Stimme gegeben. Ja, was ist das da oben? Was ist da oben los? Und Bowser leidet. Sind die beiden. Bowser und Luigi sind die beiden Hassobjekte in diesem Spiel irgendwie. Ja, was ist das? Um es mit mir, Lockmiller, aufzunehmen, fehlen dir mindestens 100.000 Jahre Übung. Du. Wer sagt das? Du bist die Diebin, der die Prinzessin die Stimme gestohlen hat. Beneidenswert böser Plan. Genau. Ich muss jetzt in Bodenland neue Schandtaten verbreiten. Deshalb habe ich keine Zeit, mich mit euch aufzuhalten. Krankfried, erledige das. Hier geblieben. Ich bin Krankfried, der Lieblingsschüler von Lugmilila. Ihr habt wohl zu viel Zeit, dass ihr wegen der Stimme so einen Aufstand anmacht. Dabei kommt es doch noch viel besser. Aber ihr seid in diesem Spiel nicht vorgesehen. Tschüss, Bowser. Oh, da bist du ja wieder. Hallo, Bowser. Und der kommt von hinten. Okay, Mantlang, das pervers. Und jetzt erzähl euch. Oh, hier kommt das normale Kampflied. Dachte schon, hier kommt das Bosskampflied, aber. Hätte mich auch gewundert, weil irgendwie. Ja. Daha! Oh nein, verdammt, ich wollte B drücken. Ach Gott, ich Idiot. Awusch! Yay! Ja! Ja. Ihr könnt dem Kerl ausweichen. Also so ziemlich ist mir egal, aber. Und wie? Achtet genau darauf, was der Kerl vor dem Angriff sagt. Was tuschelt ihr? Da haha! Wenn der Kerl rot redet. Dann hat der Mario im Visier. Jede Schmutzer zeigt im Kampf andere Schwächen. Also studiert eure Gegner. Und wieso habe ich Bowser diese Stimme gegeben? Oh, le. Also ich meine, das ist jetzt einfach nur auch wieder so ein Tutorial-Kampf. Bisher hatten wir noch. Na, warte! Bisher hatten wir noch keinen richtigen Kampf in den. Verdammt! Was war denn das? Idiot! Bowser hat mich angelogen! Na, warte! Luigi? Mario. Okay. Awusch! Moment. Oh, hoppla! Ich wollte gerade fragen, ob wir. Ja, natürlich haben wir Items. So. Push! Attack-Tacke! Also, hör zu! Ich finde Krankfried auch ist ein sehr toller Charakter. Kommt ja in jedem Teil der Mario und Luigi Trilogie vor. Ist einfach so ein Charakter, der für mich dazugehört. Auch wenn er in Teil 2 nicht so eine große Rolle hat, aber naja. Awusch! Bumm! Oh, hoppla! Ich hatte mir schon gedacht, dass sowas. Mein Fuß! Ja. Krankfried ist toll. Oh, was? Schon wieder 5 Minuten rum. Genug geredet! Es
geht doch auch einfach, ach ja. Feuerfrei. Ja, ich verkneif mir gerade. Ach komm, ich sag's trotzdem. Krankfried ist voll extrem. Ja, Luigi bleibt einfach irgendwie ganz relaxed stehen. Das ist mir gerade mal so aufgefallen. Sergeant, eine Explosion. Sofort überprüfen. General, Subjekte, Objekte entdeckt. Schnell zur Absturzstelle. Alarm, Alarm. An der bohnenländischen Grenze. Und Luigi leidet wieder. Ich sag's doch. Okay. Die beiden italienischen Klempner sind vom Cooperjet abgestürzt und jetzt komm hoch, Luigi. Dann halt nicht, machen wir es halt so. Los, komm, ich tausche wieder die Position. Awusch! Egal. Das verdient doch gleich mal was zum Speichern. Speichern und weiterspielen, natürlich. Sternen, Schnuppenfeld, Absturzstelle. Und ein kleiner lustiger Stempel. Oh ja. Yeah. Ja. Die Koopas leiden auch nicht. Oh Gott. So. Ja, die Koopas leiden auch nicht gerade wenig. Das wollte ich sagen, genau. Und trollololololol, wusch. Oh nein. Oh, was für eine seltene Ehre. Das sind doch Mario und Luigi. Freut uns wirklich, euch wiederzusehen. Seid ihr beiden auf einer Reise? Ihr wollt vorbei, aber ihr wisst bestimmt, dass hier die Grenze des Pilzkönigreichs ist. Wir können euch hier nicht passieren lassen, bevor ihr uns nicht Sprünge zeigt, die eurem Ruhm entsprechen. Wie wäre es mit einem kleinen Grenzsprung? Ich mach nochmal das Tutorial, ich bin mir gerade unsicher. Die Regeln sind einfach. Springt, damit ihr die Grenzlinie nicht berührt. Ihr springt so lange, bis die Fahne im Hintergrund die Spitze des Mastes erreicht. Wenn einer von euch dreimal das Seil berührt, habt ihr leider verloren und seid scheiße. Bevor es ernst wird, üben wir erstmal. So, ich will nämlich gerade mal wissen, spring. Gut, Mario, du mir da, okay. Sehr schön. Und jetzt zu Luigi. Er kennt seinen Namen. Gut, okay. Awusch! Awusch, awusch, ah, ich dachte schon. Wirklich sehr gut. Jetzt springt Luigi über das Seil. Ah, was war ich denn? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wirklich sehr gut. Und jetzt Mario Luigi versucht das zu zweit. Awusch. Awusch, awusch. Awusch, awusch, oh verdammt. Wirklich sehr gut. Und jetzt wird's ernst. Okay. Wie wäre es mit einem Grenzsprung? Ja, okay. Oh Gott, Start Level 1, okay. 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 Okay, wusch. Oh, ah, Hilfe. 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 Oh Gott, nein, ah, das war, ah, ey, das war unfair. Idioten. Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch, oh Gott. Oh Gott. Ei, nein, was tut ihr? Ah, ah, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ah, Hilfe. Oh, das war's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Fantastisch, das waren wirklich unglaubliche Sprünge. Bravo. War doch gar nicht so schwer. Ab hier seid ihr in Bohnenland. Passt gut auf, euch auf. Oh, nee. Moment noch. Ist Luigis Kappe gerade hinter dieser Lampe? Egal. Ihr seid die Ersten, die es geschafft haben, unsere Grenze zu überqueren. Tja, nicht jeder kann so gut springen wie wir. Nehmt das jetzt Andenken. Karte von Bohnenland, oh ja. Mit einer Landkarte fühlt man sich in der Fremde leicht sicherer, oder?
Öffne das Menü mit Select, um die Karte anzusehen. Joher! Ja, seine Kappe ist wirklich unter dieser Lampe, aber ich glaube nicht. Nee, die ist doch hier hinten. Ja, die ist hier hinten. Ich kann gegen die Gegend laufen. Ist hier unten, was ich... Erkunden! Aktuelle Sternschnuppe, schwere Versäumnisse der Sternfeldverwaltung. Sternschnuppen zur Grenzsicherung scheinbar leicht zu überqueren. Ja, ist klar. Warte mal. Upsala. Ach, das habe ich jetzt nur für diese Itembox hier gemacht. Ach, los, komm, ich muss jetzt tauschen. Ich bin so gewöhnt, dass man bei Luigi mit B springt. Okay. So. Ist hier irgendwas storymäßig Wichtiges oder sind hier nur diese beiden Dinger? Awusch. Oh, ich muss ihn mal schnell im Ohr jucken. Entschuldigt, mal schnell. Ach, stimmt, ich glaube, was da oben in der Röhre ist. Da gehe ich nochmal schnell zurück. Awusch. Hoppla, hopp. Wumm, wumm, trollololololol. Also was Besseres kann man auch nicht erzählen. Na gut, doch kann man. Ah, Luigi. Ich meine, mein Tag war jetzt nicht gerade so erfolgreich, dass ich jetzt was davon erzählen soll. Ach so, sowas ist das. Ich dachte, da geht schon mit der Story weiter. Ich habe das gerade verwechselt. Jetzt muss ich doch nochmal hier lang. Wupp. Oh yeah. Ach, das war mittler. Wusch. Ich überlege, ob ich heute noch Skyward Sword spiele. Gerade eben geht mir gerade so der Gedanke durch den Kopf. Wow! Da war ja ein Ding. Egal! Wusch! Denn schließlich sind wir übermächtig. Eigentlich nicht, aber egal. Ah! Oh Gott, ja. Timing. So. Na. Awusch. Oh yeah. Boom! Also. Das sind jetzt wirklich nur noch Standardgegner, die eigentlich. Oh Gott, immer wieder. Ich habe so meine Probleme mit Verzögerung, auch bei Punch-Out. Ach, oh, schon wieder, verdammt. Sag schon. Weil das Spiel wird noch anspruchsvoll, besonders der Endkampf, aber. Ja. Noch nichts weiter dazu. Speichern und weiter. Ja, kannst du schneller machen. Bodenland! Mach hin. Okay. Dumba da. Hey Bowser, hey, wie geht's so? Na, wie geht's so, Bowser? Hallöchen. Hey Mario, bist du endlich da? Los, hol mich sofort hier raus! Ich glaube, er hat wirklich schon wieder jetzt eine andere Stimme. Ach, wartet mal schnell. Oh, ich sollte mal Schluss machen. Na dann, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Mario und Luigi Superstar Saga. Bis dann, ciao. Da zeigt mal, was ihr im Sondertraining gelernt habt. Benutzt den hohen Sprung um den Wirbelsprung, um zu der Flagge da oben zu kommen. Okay. Awusch. Awusch. Ah, nee. Awusch.